So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir haben heute einen Preview, meinen ersten Kickstarter-Preview überhaupt. Freue ich mich sehr drüber. Wir schauen uns heute Space Quarken an. Kickstarter, der am 25. Mai, am Dienstag, nächste Woche, ich nehme es jetzt Samstag auf, ich hoffe, es kommt heute Abend auch noch online, live geht, dieser Kickstarter. Das Spiel ist ein Science-Fiction-Dungeon-Crawler, ist von Markus Geiger von 3D Art Labs. Ich verlinke euch auch die Webseite von spacequarken.de und auch die Kickstarter-Kampagne bzw. den Preview da drauf, wo ihr euch das schon mal als Erinnerung speichern könnt. Das kommt alles in die Videobeschreibung. Vorab Disclaimer, dieser Prototyp ist mir von Markus zugeschickt worden und ich hatte ein bisschen E-Mail-Austausch mit ihm bezüglich einiger Details, die ich noch wissen wollte. Es hat kein Geld die Seiten gewechselt, aber genau diesen Prototypen habe ich eben kostenfrei für mich zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist, ja, bevor wir uns das im Detail angucken, schauen wir mal, was ist es eigentlich? Ihr erinnert euch vielleicht, zumindest die Älteren von uns werden sich erinnern, an diese Abenteuer-Spielebücher aus den 80ern. Das hier ist von 84, es kam 82 auf Englisch, 84 auf Deutsch. Steve Jackson, der Brite, nicht der amerikanische Steve Jackson, sondern der britische Steve Jackson, beides Spieledesigner, beides Spieleautoren. Hier Zitadelle des Zauberers, von ihm mit Ian Livingston auch zusammen noch Hexenmeister vom Flammenden Berg, vielleicht mehr Leuten noch bekannt. Das hier war eines der späteren Werke von den beiden. Oder auch in Deutsch von Ulrich Kaiser, Die Ruine des Unheils, beides ähnlich gelagert. Hier liest man 20 Seiten Regeln und fängt dann an, indem man eine Geschichte liest, irgendwelchen Monstern begegnet, Entscheidungen trifft und dann auf weitere Storyfetzen, die im Buch alle verteilt sind, verwiesen wird. Das Ganze geht hin und her. Man hat 400 einzelne kleine Elemente von Stories. Manche leiten einfach nur weiter, manche ermöglichen Entscheidungen, manche brauchen Würfelglück und so weiter. Und damit kann man so ein Abenteuer bestehen. Hier liest man sogar nur 2 Seiten Regeln und kann dann ebenfalls 400 Textschnipsel durcharbeiten, durchleben, wenn man es schafft, wenn man das Ganze überlebt. Das sind so die Abenteuer-Spielbücher aus den 80ern, die sehr beliebt waren. Etwas später, oder nein, Quatsch, nicht später, so um die gleiche Zeit rum, waren die ganzen Pen-and-Paper-Rollenspiele. Dungeons and Dragons, Schwarzes Auge, Merskurps, hier Traveller zum Beispiel. Das sind 160 Seiten knapp, mit vielen Tabellen, fast 130 Seiten Regeln und hier sind 2 Beispielkampagnen mit dabei. Da braucht man dann schon ein bisschen mehr Durchhaltevermögen als bei seinem Abenteuerspielbuch. Da braucht es jemanden, der die Regeln liest und versteht, die ganzen Welten zusammenstellt. Da braucht es einen Spielleiter, der eine Gruppe dann da durchleitet. Hier ist es ein Science-Fiction-Setting. Es gab noch GURPS, MERS und wie sie alle heißen. Das sind also die sehr umfangreichen Pen-and-Paper-Geschichten. Space Quarken selbst ist etwas so in der Mitte dazwischen. Ein Abenteuerspielbuch, aber deutlich komplexer als die einfachen Vorgänger, aber nicht ganz so umfangreich wie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel der größeren Sorte. Falls ihr euch fragen solltet, Space Quaken, Space Quaken, ich habe mal Leo gefragt, Quaken. Der sagt Quaken. So sag ich es dann auch. Ich glaube, Markus sagt Space Quaken. Mir ist es egal. Was mich an dem Prototypen schon direkt begeistert ist, fangen wir damit mal an, dass er sehr hochwertig schon vom Papier her im Druck kommt. Das ist schweres Papier, kein einfaches Schreibmaschinenpapier. Und was das Artwork, das zeige ich euch gleich ein bisschen mehr von. Fangen wir mal an, worum geht es überhaupt? Ganz grundsätzlich in der Geschichte geht es darum, dass aus bestimmten Gründen ein Quaken auf der Welt entsteht, der Intelligenz bekommt und Kräfte erwirbt und nachdem die ganze Sache eskaliert, so in Richtung Frankenstein-Variante, verlässt der Kraken die Erde und zerstört hinter sich praktisch den Lebensraum für die Menschen und die Menschen sind gezwungen, ebenfalls die Erde zu verlassen. Und aus anderen Gründen geht das Ganze nur im Prinzip in Richtung, in die auch der Kraken geflohen ist. Und da befinden wir uns dann als Mannschaft oder Einzelperson, komme ich auch gleich darauf nochmal, die diesen Kraken hinterherjagt und dann versucht, in diesem feindlichen Universum zu überleben. Das ist so die Geschichte, die dahinter steckt. Was müssen wir grundsätzlich tun? Wir haben eine Story, die wir verfolgen können. Jetzt seht ihr die Verwandtschaft zu den Abenteuerspielbüchern. Hier sind Events, die ausgelöst werden.
Das sind sehr, sehr viele. Wir haben hier alleine jetzt von Event A0, die sind hier mit einem Buchstaben und beziehungsweise mit zwei Zeichen markiert. Immer am Anfang ein Buchstabe, dann entweder eine Zahl oder Buchstabe. Das geht von A0 über AZ bis hin, in diesem Fall im Prototypen, bis zu DN. Das soll sich im fertigen Spiel dann natürlich noch erheblich ausweiten. Theoretisch ginge das von A0 bis ZZ und dann wären es über 900 verschiedene einzelne Eventschnipsel, die da reinpassen würden. Wie dick der Prototyp diesbezüglich wird, kann ich euch nicht sagen. Diese Geschichte ist aber keine lineare Geschichte, die man einmal durchlebt, sondern es gibt vier parallele Handlungsstränge, die laufen können. Und das ist dann auch das etwas Neuartige an diesem Konzept von Space Quarken. Man hat hier einen Cryptid Game Master, CGM, der einem diese Handlungsstränge zusammenhält, der sie untereinander verbindet, die einzelnen Elemente, und das Ganze auf vier sogenannten Lines. Ihr seht hier sogar fünf im Prototypen. Ich weiß nicht, ob es im fertigen Spiel dann vier werden oder fünf oder sogar sechs werden können. Theoretisch ließen sich also sechs Story-Elemente verfolgen, Handlungsstränge verfolgen, die man parallel fortentwickeln kann. Ebenfalls neu in der, ja, ich sage mal, Pen and Paper, Rollenspiel, Abenteuerspielbuch-Welt ist das Thema, dass sich diese Handlungsstränge auch gegenseitig beeinflussen können. Ihr seht hier für jeden Handlungsstrang, das wird im Wesentlichen immer ein Hauptstrang sein, der dem Kraken hinterher folgt, und dann diverse Nebenstränge, die verschiedene Quests, Nebenszenarien, Händler, was auch immer enthalten können. Diese Linien haben jede für sich 8 zusätzliche Felder, die im Endeffekt sowas wie Variablen enthalten können, die wir von Anfang nicht kennen. Also wir wissen nicht, ob das irgendeine Effizienz ist oder irgendein Schaden, der hier verwaltet wird. Das macht alles für uns der Cryptid Game Master, der hier abgebildet ist, mit inzwischen, also im Prototypen, 4 Sheets. Das dürften im fertigen Spiel mehr werden. Und diese Felder werden dann in späteren Events durchaus auch abgefragt und helfen bei Entscheidungen oder veranlassen diverse Aktionen in die eine oder andere Richtung. Und hier seht ihr einen Interlink Memory. Wir fühlen uns also hier praktisch wie im Computer. Das wird also auch etwas mechanisch. Das muss man mögen. Aber hier hat man eben die Möglichkeit, über Variablen, die hier gespeichert sind, zwischen Handlungssträngen Informationen auszutauschen. Das heißt, der eine Strang kann dafür sorgen, dass hier in J eine Zahl eingetragen wird, die dann vom dritten Handlungsstrang ausgelesen und interpretiert und dann zu anderen Aktionen führt, je nach Wert dieser Variablen. Und das ist etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Und ebenfalls neu, ihr seht es jetzt hier schon, ich klappe diese Seite aus, und dieses Konzept des Ausklappens zieht sich ebenfalls durch das Buch. Nehmen wir mal den Anfang hier. Hier kommt zum Beispiel der Kampf, hier hatten wir das Referenzsheet, das sind nur die Kurzregeln, die Kurzfassung, die ausführlichen Regeln kommen etwas später. Und die ganzen Feindeshorden, gegen die wir antreten können, die befinden sich hier in diesem Block. Das sind ein paar Seiten und da muss man auch am Anfang etwas schneiden. Ich habe hier 5 Rassen oder Typen, Klassen von Gegnern, nämlich Kraken selbst. Ihr seht, 3 Seiten pro Kraken und das jeweils 4 verschiedene Kraken hier ausklappbar sind. Die muss man natürlich aufschneiden anfangs. Und das heißt, ich habe hier, ich glaube, 6 verschiedene Klassen von Kraken. Dann habe ich hier Greys, dann habe ich hier Insektoiden, dann habe ich hier die Verlorenen. Das ist keine Rasse, sondern das können Tiere, Menschen, andere Wesen sein, die wir da überwinden müssen, und Biester. Und in jeder dieser Feindesklassen gibt es 6 verschiedene Arten und die treten jeweils paarweise, sind sie hier als Karten vorhanden, wir müssen aber nicht paarweise auftreten, das hängt von dem jeweiligen Ereignis ab, falls es zu einem Kampf kommt. Und dieses Aufklappen ermöglicht einem die Geschichte, die Feinde und auf der ganz entlegenen Seite das eigene Raumschiff. Und nehmen wir mal die erste Seite, die eigene Crew, im Überblick zu halten, während man hier in der Mitte durch die Regeln, durch die Geschichte, durch die Ereignisse geht und das Ganze abarbeitet. Und das ist etwas, was ich so als Konzept auch noch nicht gesehen habe.
denn das ermöglicht einem nicht nur das kompakte, was heißt kompakte, also man breitet hier im Prinzip auch schon vier DIN A4 Seiten an Grundfläche nebeneinander aus, aber ich verliere keine Zettel. Ich kann alles wieder einklappen, egal wie es gerade ausgefüllt ist, wie es gerade steht, wo ich gerade bin, das kann ich alles einklappen und habe ein DIN A4 Ringbuch vor mir, das ich kompakt mitnehmen kann, und die Zettel oder die ausgefüllte Story, die durchlebte Story, die geht nicht verloren, die kommt nicht durcheinander, das ist alles an seinem Platz und bleibt auch dort. Und das ist auch etwas als Konzept, was ich sehr spannend finde, was ich so noch nicht gesehen habe, diesen Ausklappmechanismus, denn das verringert das Blättern zumindest ein bisschen. Ihr werdet trotzdem bei diesem Spiel sehr viel blättern müssen, da kommen wir nicht drum rum. So, jetzt haben wir so das Grundkonzept besprochen, dann zeige ich euch noch ein bisschen von dem Artwork und dann gucken wir uns mal so den Spielbeginn an und die grundsätzlichen Spielphasen. Schauen wir erst aufs Artwork. Hier ist der Kraken, ein Teil davon zu sehen, ein Raumschiff, das hier auch nochmal in groß als Hintergrund zu sehen ist. Das ist schon sehr schön gemacht. Ich finde es sehr, sehr, sehr schön, sehr eindrucksvoll, etwas düster. Nicht das freundlichste Universum, in dem wir uns bewegen, ist auch klar. Soll ja auch ein bisschen Spannung bieten. Hier nochmal der Kraken in etwas größerer Gestalt. Die Feinde sind auf jeder Feindesseite so als Übersicht. 2, 4, 6 verschiedene Gruppen von Greys, Kraken, Insektoiden, Verlorenen und Biestern. Also ihr seht hier diese ganzen Icons. Und in großen Bildern auch jeweils dann zum Beispiel hier ein Bild eines verlorenen Wesens. Jedes hat unterschiedliche Eigenschaften. Das kennt ihr aus jedem anderen Rollenspiel oder Tabletop gegebenenfalls auch. Gehen wir gleich nochmal auf ein paar Details ein. Hier ist dann noch eine Raumstation zu sehen, auch sehr hübsch gemacht für meinen Geschmack. Es gibt für jeden Feind und für die Helden diverse Skills, die man haben kann. Es gibt Waffen und Items natürlich. Und hier seht ihr Achievements. Auch das ist etwas, was den Wiederspielreiz ausmacht oder erhöht. Jedes Mal, wenn man eine gewisse Errungenschaft hat, erleichtert einem beim nächsten Mal das Ganze, das neue Spielen durch gewisse Vorteile, die man hierdurch erlangen kann, wenn man dieses Achievement erreicht hat. Man kann also hier ein bisschen Unlocking betreiben, um das Ganze bei der zweiten Kampagne, die man durchspielt, ein bisschen einfacher zu haben. Und hier sind dann erst in der Mitte die Regeln, und das ist auch richtig so, denn wenn ich links und rechts ausklappe, dann brauche ich in der Mitte die Regeln, sonst muss ich immer über die großen ausgeklappten Seiten drüber blättern, und das macht es natürlich schwieriger. Deswegen passt das hier ganz gut. Ein Buch, in dem die Regeln erst auf Seite 54 anfangen, habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Es passt aber zum Konzept dieses Spielebuchs. Die Regeln sind ungefähr 20 Seiten lang. Auf Englisch jetzt in Prototypen, aber die Kickstarter-Version wird sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch als auch auf Französisch kommen, und weitere Sprachen, glaube ich, werden freigeschaltet. Ich glaube, das sind Stretch Goals. Im Moment wird die Kickstarter-Seite fertiggestellt von Markus. Da bin ich gespannt, was kommen wird. Ja, ungefähr 20 Seiten Regeln, und dann kommen Maps, auf denen man sich bewegt. Das hier ist ein Prototypendesign, das hat mir Markus gesagt. Das hier wird natürlich noch dem Artwork generell angenähert, aber für den Prototypen ist es ausreichend. Das sieht so ein bisschen 80er Jahre computerspielmäßig aus. Letztlich sind das die Dungeons, die auf Raumstationen, auf der Oberfläche von Planeten, im Inneren von Planeten, also tatsächliche Dungeons sein können. Mining Stations können es sein, es kann im Weltraum sein, also irgendein Raumschiff oder irgendwas Treibendes, was man da findet. Es kann auf einem Kernplaneten sein. Dann gibt es Quests. Dann gibt es hier das Thema Raumkampf, auch sehr aufwendig abgehandelt. Und hier findet auch sehr viel Würfelei statt, muss man sagen. Und hier kommen dann die Charaktere, die man als Crew benutzen kann. Es sind in Prototypen jetzt 8 verschiedene Grundtypen vorgegeben. Die sind auch vorgefertigt mit ihren Werten. Die haben sowas an Eigenschaften wie Agilität, Stärke, Technologiekenntnisse, Charisma, Reichweite für Fernkampf und Kampfstärke im Nahkampf. Und dazu haben sie
eine Ausrüstung an der rechten und linken Hand sowie im Rucksack oder im Gepäck, am Munitionsgurt oder so, bis zu 4 Positionen, die man ausrüsten kann. Und sie können bis zu 4 Fertigkeiten haben, mit denen sie ausgestattet sein können. Jetzt hat man die Möglichkeit, diese 8 vorgegebenen Charaktere direkt zu verwenden und zu sagen, ich nehme diesen Sam, diesen Ranger Sam, diese Samantha und übertrage die Werte auf meinen Player. Oder ich generiere diesen Player von Grund auf. Ich finde nur dieses Foto ganz hübsch und versuche dann eben hier einen neuen Charakter zu entwickeln. Auch dafür gibt es Regeln im Heft, dass man hier 16 Wertepunkte unter den 6 verschiedenen Kategorien verteilt und dann 2 Fertigkeiten, beziehungsweise eine Fertigkeit vergeben kann. Wenn man eine positive nimmt, muss man aber auch eine negative nehmen. Das heißt, es werden dann in der Regel 2 Fertigkeiten, die man vergibt. Oder man nimmt eine neutrale Fertigkeit. Ich glaube, die gibt es hier noch nicht im Prototypen. Das hängt jetzt davon ab, wie sich das im Kickstarter gestaltet, was für Fertigkeiten es dann geben wird. Und dazu gibt es dann Raumschiffe, in denen man natürlich unterwegs sein muss. Im Prototypen selbst habe ich hier nur eines, die Terra 1. Die hat eine gewisse Möglichkeit, sich auszustatten. Was sie hat am Anfang, ist nur eine Hülle, ganz klar, damit wir überleben können. Die hat eine Stärke von 4 und die kann ich weiter ausrüsten mit Teleporter, mit Panzerung, mit Schilden, mit einer Drohne, mit einer Drohnenbucht, einer Medic Bay, mit Lasern, mit Kanonen, mit Raketen. So lässt sich einiges ausrüsten, das dann natürlich auch im Raumkampf wesentlich wird. Aber hier seht ihr auch das Artwork für die Figuren. Und was auch sehr schön ist hier, diese Struktur auf der Oberfläche, die man hier sieht, das ist das Artwork von Paul F., der hier genannt wird. Das Game Design selbst ist von Markus Geiger selbst und das Layout von Felix D. Ich kenne die Personen nicht. Wie gesagt, mit Markus hatte ich ein bisschen Mailverkehr. Machen wir noch ein schöne Grafik. Ich glaube, hier hinten bei den Characters war noch was. Wollte ich euch noch zeigen, hier in groß auch noch mal ein Bild. Wenn euch solch ein Artwork anspricht, schaut euch auch die Kickstarter-Kampagne vielleicht deswegen an, denn es gibt einen Pledge oder ein Add-on, was man sich buchen kann, was es einem ermöglicht, ein Foto einzuschicken. Und dann wird man von dem Künstler in diesem Stile gezeichnet und bekommt das dann als Aufkleber zugeschickt. Das wird es als Add-on geben, hat zumindest Markus angekündigt. Ich hoffe, er setzt es auch um. Das kann sehr spannend werden. Ist natürlich limitiert, wird es nicht für jeden geben können, weil der Zeichner muss ja auch die Gelegenheit haben, das alles erstmal zu machen. Und dann kriegt ihr das zugeschickt. Und es gibt einen Wettbewerb, einen laufenden Wettbewerb, wo man sich selbst einen solchen Charakter ausdenken kann mit Hintergrundgeschichte. Und wenn man gewinnt, bekommt man die Zeichnung, also schickt man auch ein Foto dazu ein. Und dann wird man gezeichnet und dann kommt man selbst als Charakter in das Buch. Ist natürlich auch limitiert, ist ein Gewinnspiel, was läuft. Auf der Webseite spacequaken.de werdet ihr das finden und könnt euch da beteiligen. Und dann sehen wir euch vielleicht im fertigen Buch. Ich weiß nicht, wann es ausgeliefert werden soll. Ich weiß auch nicht, wie lange der Kickstarter laufen wird. Was ich aber erzählen kann, ist, dass das Grundspiel als solches 39 € kosten wird. Der Prototyp ist 93, 94 Seiten stark. Ungefähr das doppelte Volumen wird das fertige Spielebuch haben und wie gesagt 39 €. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal so ein bisschen näher an, zumindest mal den Story-Anfang und die Einleitung. Wie gesagt, zum Anfang muss man ein paar Schnitte machen, um diese, um die Feinde hier entsprechend in einzelne Karten zu lösen und bei der Crew das Gleiche. Wenn man das getan hat, braucht man eigentlich nur einen Bleistift, entweder ja, am besten so irgendwas zwischen 2B und HB solltet ihr nutzen. Man braucht mindestens einen 6-seitigen und einen 20-seitigen Würfel und natürlich ein Radiergummi. Und es empfiehlt sich vielleicht mit solchen Bappern hier, mit Post-its, hier oben vielleicht Markierungen zu setzen, damit man die wesentlichen Punkte schnell findet. Das ist aber nur für das Handling wichtig, nicht unbedingt fürs Spielen selbst. So, und dann geht es im Prinzip los mit dem Intro, was man lesen kann. Wie gesagt, Krake entflieht der Erde, zerstört alles hinter sich, die Menschheit flieht hinterher. Da muss man sich entscheiden, als was man losfliegt. Man kann hier 6 verschiedene Startkonstellationen an Crew sich aussuchen von frühen Siedlern. Das ist für die Beginner, für die Anfänger empfohlene Konstellation, wo jedes Crewmember auch noch einen Level 2 Item oder eine Level 2 Waffe mitnehmen kann.
Es geht über Nerds oder eine Militärcrew, es geht über eine Gruppe aus geflohenen Kriminellen, die haben dann andere Vorteile wieder. Es geht über den ultrareichen Solo-Spieler, der alleine in einem privaten Raumschiff flieht, oder eben die Bande von der Letzten, die Erde verlassen, bevor das alles zusammenbricht, aber die dann sehr gute Nahkämpfer sind. Das ist so eine 6 verschiedene Konstellationen, in denen ich als Mannschaft starten kann oder eben als Solo. Crewmember. Und was ich durchleben kann, ist eben eine Geschichte aus 4 Handlungssträngen. Und von diesen 4 Handlungssträngen kann ich mir jetzt zu Beginn des Spiels jeweils einen aussuchen für jede Line, die ich hier habe. Und ich weiß auch nicht, welche die Hauptline ist. Kann ich euch echt nicht sagen. Ich muss aber mir aussuchen, jeweils einen, und markiere mir den und trage den rüber auf meinen Line-Tracker. Das habe ich heute schon mal gemacht. Ich habe mir 1NU, 1FU, 1SA und 1EZ ausgesucht als Beginn meiner 4 Handlungsstränge. So, wenn ich jetzt überlege, ich habe zumindest hier im Prototypen jeweils pro Handlungsstrang 4 verschiedene Startpunkte zur Auswahl. Das bringt mich zu insgesamt 256 verschiedenen Konstellationen, in denen ich die Geschichte starten kann. Wenn ich das mit den 6 Crew-Konstellationen, in denen ich starten kann, kombiniere, bin ich bei 1536 verschiedenen Geschichtsanfängen. Und das hier nur im Prototypen des ganzen Spiels. Und das ist schon eine Menge. Es soll hier im fertigen Spiel auch noch wesentlich mehr mögliche Startpunkte für die einzelnen Geschichten geben, für die anderen Handlungsstränge. Aber mit 256 Handlungssträngen kann man, oder Kombinationen aus Handlungssträngen, kann man schon mal anfangen. So, ich habe mir das also ausgesucht und habe in meinem Schiff auch noch einen Speicher für die Locations, die ich besuchen kann. Insgesamt sind es erstmal nur 3. Ich kann mir durch eine Ausrüstung auch noch 3 weitere freischalten. Wenn ich dann an eine vierte Location komme, muss ich mich entscheiden, ob ich diese Location überhaupt besuche oder ob ich sage, die 3 anderen waren mir aber zu wichtig, da will ich erstmal weitermachen. Oder ob ich sage, eine schmeiße ich weg, ich radiere die aus und nehme dann die 4. und speichere die dann ab in meinem Speicher für mein Raumschiff. Was wir jetzt nicht machen, ist das Crew-Design. Ich kann mir jetzt also jeden beliebigen hier rausnehmen. Und ich habe natürlich ein Raumschiff, das ich ausrüsten kann mit 30 Credits zu Beginn. Das mache ich jetzt auch nicht, denn das ist jetzt für das, was ich euch zeigen will, nicht wirklich wichtig. Was ich euch zeigen möchte, nehmen wir mal unsere 3 Crewmitglieder, die ich habe. Was ich euch zeigen möchte, ist erstmal, wie man so in der Geschichte sich bewegt. Das beginnt, indem man durch diese Tabellen sucht. Das kann natürlich sehr aufwendig werden. Ich zeige euch das mal in einem Beispiel. Normalerweise fange ich mit Line 1 an. Wir nehmen heute mal aber nur zum Zeigen Line 4. Das ist 1EZ. Das heißt, ich gucke in der ersten Tafel, in Spalte E, in Zeile Z. Und sehe A plus 3. Das ist ein Rechenbefehl. Ich muss also in dieser Line die Variable A um 3 erhöhen. Da steht nichts drin. Dann schreibe ich hier die 3 rein. So, A plus 3 habe ich gemacht. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergeht. Das steht hier rechts daneben. 1AM. Da gucke ich jetzt erstmal nach. 1AM zeigt auf 3TG. Das ist ein normaler Zeiger auf einen anderen Punkt. Hier geht es also erstmal nicht weiter in einer Spielerunde, sondern ich muss jetzt erstmal hier 3TG hinschreiben. 3TG. Das, was ich jetzt also hier gemacht habe, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, ich habe die Variable A um 3 erhöht in diesem Handlungsstrang Nummer 4. Und damit geht es erstmal nicht weiter. Das ist im Rahmen des Spiels, handelt man jede Line so lange ab, bis man auf einen normalen Pointer kommt, dann bricht man an der Stelle ab und dann macht man andere Züge, andere Teile, kommen wir gleich drauf. Wir handeln noch als Beispiel die Line 3 ab. Schauen wir mal, was da passiert. 1SA, SA zeigt auf 3BI. Gut, auch das ist ein normaler Pointer, da passiert nichts Wesentliches. Und dann schreiben wir hier 3BI hin. Und dann gucken wir uns Line 2 an. 1FU, FU zeigt auf 2DO.
auch nichts Überraschendes. 2DO, also hier entwickelt sich im Hintergrund etwas, was wir noch nicht nachvollziehen können, wo wir noch keine Geschichte gesehen haben. Na, dann gucken wir uns mal 1NU an, was wir da finden. 1NU. Da finden wir jetzt hier ein Ausrufezeichen DH. Und jetzt wird es spannend. Das ist nämlich ein sogenanntes Event, ein Ereignis. Und das müssen wir jetzt erstmal abarbeiten. 1DH. Das heißt, oder Ausrufezeichen DH. Das heißt, wir müssen uns jetzt Ereignis DH angucken. DH. Auf Englisch, ich lese euch kurz vor. Euer Schiff kommt aus dem Hyperraum und was ihr vor euch seht, ist eine chaotische Gegend im Raum mit verschiedenen Sternensystemen, Nebeln, sogar einem schwarzen Loch und einer dunklen Materie, einem Klumpen aus dunkler Materie. Ihr fragt euch, was wohl ein Wissenschaftler auf der Erde dazu sagen würde, wenn ihr den ersten Beweis für die Entstehung dunkler Materie sehen würde. Und warum das bisher noch niemand entdeckt hat. Das ist sehr erstaunlich, dass ihr, oder es ist wundervoll, dass ihr hier seid. Na gut, jetzt geht es hier erstmal, ich habe keine Entscheidung, ich habe keinen Handlungsstrang und hier steht auch nicht, wie es weitergeht. Sondern jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem 1NU. Na, da stand's. Und ich folge dem, was dann rechts neben steht. Das sind so die Regeln, die erklärt werden. Es geht rechts weiter, solange, und da muss man dann jetzt weiterschauen. 1LQ. Dann schaue ich auf 1LQ. Da bin ich ja schon wieder und habe wieder ein Event vor mir. Event C0. Das verfolge ich jetzt so lange, bis ich wieder auf einen normalen Pointer komme, den ich dann wieder hier oben eintrage. Wir gehen das jetzt nicht weiter, sondern ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt etwas, was sehr viel Tabellenblätterei, Event lesen, vielleicht entscheiden, wieder Event-Tabellen nachschauen. Das muss man mögen. Das ist nicht für jeden was, das gebe ich zu. Aber wer sowas mag, wer gerne so ein bisschen mechanisch die Geschichte abhandelt, die sich hier entwickelt, der findet sich hier auch sehr schnell zurecht. Man merkt so ein bisschen, dass Markus aus der IT-Ecke kommt, ein bisschen IT-Hintergrund hat. Das fühlt sich an wie wirklich so ein Computer, der verschiedene Speicherverweisen, verschiedenen Verweisen folgt und da dann gewisse Dinge findet in den jeweiligen Ecken. Und das ist etwas, was man mögen muss, was aber auch die Möglichkeit bietet, dass sich Geschichten im Hintergrund entwickeln, ohne dass der Leser davon erstmal Kenntnis erlangt und dass die Einflüsse nicht direkt offensichtlich werden. Also man hat da diesen Kompromiss im Prinzip, diesen Trade-off, dass das Ganze etwas komplex wirkt und auch mechanisch ausgeführt werden muss. Man muss auch aufpassen, dass man da sich nicht vertut. Aber die Möglichkeit, die sich da bietet, ist eben der gegenseitige Einfluss von verschiedenen Handlungssträngen, was ich so bisher noch nicht in einem Spielebuch gesehen habe. So, wenn man jede Line, jeden Handlungsstrang einmal bis zu einem normalen Pointer abgehandelt hat, dann geht es eigentlich im Spiel erst so richtig los. Dann kann man, jetzt am Anfang wird es eher unspannend, dann kann man nämlich erstmal sein Schiff aufrüsten oder weiterbauen. Das hat man am Anfang normalerweise entweder vor dem Start schon getan und hat dann kein Geld. Also üblicherweise ist das jetzt am Anfang noch unwesentlich. Und die dritte Phase ist dann tatsächlich die eigene Aktion. Und die eigene Aktion besteht aus drei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich möchte einen Raumflug starten, weil ich noch etwas erkunden möchte. Oder ich fliege zu einer schon erkundeten Gegend. Das habe ich am Anfang natürlich auch noch nicht. Oder eine der Handlungsstränge interessiert mich so sehr, dass ich meine Aktion darin investiere, diesen Handlungsstrang weiter zu verfolgen, um den etwas voranzutreiben. Wenn man seine Aktion dann gemacht hat, dann kann man nochmal einen Laden besuchen, einen Waffenhändler oder einen Questmaster, wenn man das schon entdeckt hat, wenn es das schon gibt. Und dann werden die Quests, die nebenbei abzuhandeln sein können, abgearbeitet, der jeweilige Weiterentwicklungsstatus, denn man hat für eine Quest auch nur eine gewisse Zeit an Runden zur Verfügung. Ansonsten verfallen die Quests. Und dann gibt es eine Erholungsphase und danach geht das Ganze wieder von vorne los. Ich verfolge die Geschichte, arbeite eventuell an meinem Schiff, habe eine eigene Aktion, die ich mit Raumflug, Karten untersuchen, also Gegend untersuchen oder nochmal einen Handlungsstrang weitertreiben verbringen kann. Kann dann wieder zu einem Händler, Waffenhändler oder sonstigem Händler gehen und die Quests verfolgen und kann dann wieder heilen und reparieren und dann geht es wieder weiter. So dreht sich dieses Spiel im Kreis und entwickelt sich nach und nach weiter. Ich selbst habe den Prototypen
erst vor 2 Tagen bekommen, hatte also nur die Gelegenheit bisher, die Karten aufzuschneiden hier an den Seiten, dass man das ausklappen kann, mir die Regeln durchzulesen und mir einen Story-Anfang auszusuchen. Zu mehr bin ich leider noch nicht selbst gekommen. Ich wollte euch aber den Preview jetzt am Samstag nicht vorenthalten, denn schließlich kommt ja das Ganze schon live auf Kickstarter am kommenden Dienstag. Bis dahin möchte ich das Video natürlich auch online haben. Wir gucken uns noch mal ganz kurz an, wie so ein Raumflug vonstatten gehen kann. Ich werde das aber jetzt nicht in aller Detailfülle durcharbeiten. Ich zeige euch das nur ganz grob. Man kann seine Region wählen, in die man fliegt. Also man hat immer den äußeren Bereich. Dann kann man in Richtung Kraken fliegen und man kann auf die inneren Planeten fliegen. Dann hat das bewirkt im Prinzip, dass man eine gewisse Grundschwierigkeit hat, die zwischen 1 und 5 liegen kann. Ihr werdet es ahnen, auch da braucht man Würfel. Dann kann man die Schwierigkeit noch ein bisschen verändern, indem man sagt, ich nehme einen normalen Flug, dann ändert sich die Schwierigkeit gar nicht, aber ich kann auch einen erweiterten Flug, einen tiefen Flug oder sogar einen perfekten Flug versuchen. Dann bin ich aber sehr sicher in der Gegend, wo ich auf jeden Fall auch eine Raumkampfbegegnung haben werde. Ich kann auch eine weitere Option holen. Ich kann sagen, ich möchte sicher sein und meine Schwierigkeit um 2 verringern. Dann verliere ich aber Zeit. Ich kann also nicht direkt in der Location landen, sondern kann die Location vielleicht finden, kann sie mir auch speichern, aber kann erst in der Runde drauf dort landen. Oder ich kann sagen, ich möchte einen Schmuggler bezahlen, der mir die Schwierigkeit ein bisschen verringert, wenn ich noch ein bisschen Geld habe. Das kann ich auch mehrfach tun. Oder das kostet aber eben Geld. Oder ich möchte selbst versuchen zu schmuggeln. Das erhöht dann wieder die Schwierigkeit, ermöglicht aber auch eventuell Geld zu gewinnen. Und was man dann hat, wenn man diese Basisschwierigkeit aus diesen Optionen ermittelt hat, ist eine resultierende Schwierigkeit für den Flug. Und das führt dazu, dass man eventuell in einen Raumkampf kommt. Und das kann von einer einfachen Mine, wo dann 3 Raumschiffe drum kreisen mit Feinden, bis hin zu einer Eliteflotte, mit der man dann 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Raumschiffe bekommt, die man überwinden muss und die dann auch alle noch sehr stark und voll besetzt sind, inklusive Mannschaft und Entermannschaft, für die man dann aber auch, wenn man das Ganze dann überleben sollte, entsprechend viel Erfahrungspunkte gewinnen kann. Wenn man das abgehandelt hat, das passiert nämlich dann auf diesen Seiten, da wird also hier ist festgelegt, was der Feind jeweils tut, was man bestehen muss, um das Ziel zu erreichen, außer zu überleben, und was dann, wie stark die einzelnen Raumschiffe sind, mit denen man das um dieses Ereignis herum, das kann also auch ein Jäger, eine Schildstation sein, ein Zerstörer, es kann auch ein bisschen Treibgut sein, was man finden könnte, hier Lost Inventory zum Beispiel, dann muss man eigentlich es nur bergen mit Ingenieuren, die man braucht. Aber trotzdem ist da noch ein Raumschiff, was dieses Treibgut anscheinend auch zu untersuchen möchte. Und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Das wird hier in diesem Bereich abgewickelt, auch hier wieder mit sehr vielen Würfeln. Im Endeffekt würfelt man dann auch letztlich die Schüsse der Feinde aus. Und dafür braucht es dann entweder mehrfaches Würfeln des W6 oder eben mehrere W6. Also wenn ihr ein paar W6 habt, die braucht ihr. Und ein W20 braucht ihr auch, den gibt es nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ob es als Extra oder Add-on jemand dann Satzwürfel gibt, kann ich euch nicht sagen. Wenn man das alles hat, wenn man den Raumkampf überstanden hat, dann findet man eine Location. Das ist wieder ein etwas spannenderes Thema, für meine Begriffe jedenfalls, denn so eine Location ist nirgendwo vorgefertigt, zumindest nicht im Grundspiel. Das soll als Erweiterung auch ein Buch mit vorgefertigten Locations geben. Aber auch das lassen wir uns heute mal nicht nehmen, sondern wir generieren unsere Location selbst. Wenn man so einer Location begegnet, geht es erstmal darum, dass man feststellen muss, was es für ein Typ ist. Hier seht ihr wieder ein paar Tabellen, gegen die man dann würfeln muss. Das heißt, ich habe meinen Speicher hier und das ist auch mein Karten, mein Location-Speicher für die ganzen Orte, die ich besuchen kann. Den muss ich ausfüllen und dafür muss ich mir diese Location, diesen Ort erstmal generieren. Das heißt, ich würfle zuerst und sage, oh, es ist eine 6. Es wird also ein Planet, ein Core-Planet. Selbst wenn ich mich entschieden habe, in die äußeren Welten zu fliegen, in die äußeren Regionen, kann es immer noch sein, dass ich ein Core-Planet finde. Okay. Und die Schwierigkeit für diesen Planet, das trage ich dann hier ein, Core-Planet. Und die Schwierigkeit für diesen Planeten oder für diese Location
Die übernehme ich aus der Spaceflight-Schwierigkeit, die ich vorher hatte. Das dürfte in diesem Fall normalerweise eine 2 sein, wenn man einen normalen Flug macht. Wenn ich Glück habe, war es auch eine 1. Dann muss ich die atmosphärischen Bedingungen auswürfeln. Das wird also sehr komplex hier. Ich habe äußere atmosphärische Bedingungen, die atembar sein können, nicht atembar sein können oder höllisch sein können. Das erhöht dann entsprechend den Sauerstoffbedarf oder die Ansprüche an Ausrüstung. Und entsprechend lange kann ich mich da aufhalten oder eben auch nicht. Dann würfle ich das Gleiche für die Räumlichkeiten, für die Atmosphäre in Räumlichkeiten. Denn es kann ja sein, dass in einer Welt mit atembarer Atmosphäre eine Rasse wohnt, die Räumlichkeiten baut, in denen wir nicht atmen können. Oder auch umgekehrt. Dann würfelt man, wie viele Maps man in dieser Location findet. Und dann würfelt man noch, wie weit der Teleporter durch diese Maps durchkommt, wenn man einen hat. Und dann muss man für jede Region sich seine Map zusammenwürfeln. Gucken wir gleich nochmal drauf. Es kann also sein, dass man bis zu 9 Maps eintragen muss. Und dann muss man 9-mal 2 Würfel würfeln. Das funktioniert dann so, dass man sagt, einer ist Spalte, einer ist Zeile. Dann wären wir jetzt Spalte 2, Zeile 6, wäre Map Nummer L, die man dann einträgt als erstes. Und das macht man dann bis zu 9-mal, je nachdem wie groß die Tiefe dieser Location ist. Und dann würfelt man auch noch, ob das Ganze irgendeine normale Location ist oder ob es ein One-Way-Location ist. Das heißt, ich muss mich tatsächlich versuchen, bis zum Ende durchzukämpfen. Ich kann nicht umkehren. Im Normalfall kann ich das. Oder ob es sogar eine Self-Destruction-Location ist, wo ich ein gewisses Rundenlimit, ein gewisses Zuglimit habe, bevor das alles in die Luft fliegt oder zusammenbricht. Und dann muss ich auch noch würfeln, welche Rasse in dieser Location die vorherrschende ist. Und das können eben eine der 5 Gegnerrassen sein. Hier sind es jetzt Quaken oder Greys, Insektoiden, Verlorene oder Biester. Und falls wir auf den Core-Planeten fliegen, sind es auf jeden Fall Quaken, wenn wir eine 6 würfeln. Falls wir woanders sind, können wir nochmal würfeln. Aber auch das können wieder Quaken werden. Also, das ist eine Konstruktion, auch hier wieder alles mit Würfeln gemacht, die dazu führt, dass wieder ein Eintrag hier in der Map vollständig wird. Und dann kann ich die Maps abarbeiten. Zu denen kommen wir jetzt. Da gibt es eine Legende, eine ausführliche Legende, was die einzelnen Symbole auf dem Design, auf der Map heißen. Und was hatten wir eben gewürfelt, was wir haben? Haben wir was gewürfelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten einen Core-Planet. Dann gucken wir uns das mal an. Suchen wir mal eine Core-Planet-Map. So, da sind wir. Das sind Core-Planet-Maps. Und ich glaube, ich hatte eben Location L, meines Wissens. Und dann finde ich hier eine Map. Und das Design bitte nicht laut aufschreien. Es wirkt erstmal so ein bisschen wie, sagen wir mal 80er, 90er Jahre Computergrafik-Design. Im Endeffekt ist das auch erstmal auf Basis von Excel so entstanden. Das sind also nichts anderes als quadratische Felder, die Markus ausgefüllt hat. Das wird im fertigen Spiel komplett dem grundlegenden, grundsätzlichen Grafikdesign entsprechen. Also das wird durchaus noch aufgehübscht. Das ist nur der Prototyp hier. Also wir nehmen uns hier mal so eine Map als Beispiel. Dann seht ihr verschiedene Felder, verschiedene Farben. Es gibt Eingänge, es gibt Ausgänge, es gibt Hindernisse. Es gibt Spezialfelder, es gibt eventuell Sauerstoffstationen, hier das ist eine O2-Station. Es gibt aber auch Schätze, es gibt Laserbarrieren, Feinde, Minen. All das ist in der Legende vorgegeben. Ihr habt verschiedene Anzahl von Zügen, euch da durchzuarbeiten, vielleicht rein euren Sauerstoff aufzufüllen und wieder rauszukommen und dazwischen aber auch noch Feinden zu begegnen und das dann zu überstehen. Auch das ist alles in den Regeln beschrieben. Das heißt, es ist ein sehr komplexes, umfangreiches Werk, was wir hier als Gesamtspiel haben. Was man aber sagen muss, neben dem Grafikdesign und der vielleicht spannenden Geschichte, die dahinter steht, die Geschichte selbst, die ganzen Events, die wir hier haben, haben mit dem Grinden, mit dem Looten unterwegs wenig Zusammenhang, so wie es jetzt im Moment für mich aussieht. Wir haben hier eine Geschichte, die wir verfolgen auf diesen Lines. Und wenn wir das gemacht haben, erkunden wir vielleicht eine Raumstation oder einen Planeten oder einen Dungeon oder was auch immer, kriegen da Schätze, aber währenddessen sehen wir erstmal noch nichts von der eigentlichen Geschichte. Dann kommen wir wieder zurück zu der Geschichte, da entwickelt sich etwas weiter, was
Und das, was wir gelootet haben an Reichtum, an Ausrüstung, an Waffen, das hilft uns vielleicht in dieser Geschichte etwas anders weiterzukommen, als wenn wir das nicht hätten. Und dann gehen wir wieder zurück zum Grinden auf irgendeinem anderen Planeten, in irgendeiner anderen Map-Location. Oder müssen nochmal in eine alte zurück, müssen uns da rein teleportieren, wieder raus teleportieren und so weiter und so fort. Das sind also zwei Teile, die man hat. Man hat die Hauptgeschichte und man hat das Zwischenzeitliche, lass uns mal auf Suche nach irgendwelchen Schätzen, Waffen, Reichtum, Ausrüstung gehen. Auch das muss man mögen. Das ist sicherlich nicht jedermanns Fall. Es geht auch nicht einfach so, wir setzen uns zusammen und spielen los. Sondern da muss man schon einiges an Würfelgeduld, ein bisschen Blättern, muss man da schon auf sich nehmen. Was man aber durchaus sagen kann, ist, dass das Ganze vor allen Dingen sehr nachvollziehbar wird. Also jedes Mal, wenn ich etwas aufschreibe, was ich notiere, hier die Story, die ich weiterentwickle, das Ganze kann man sehr leicht nachvollziehen. Man muss natürlich sehr genau blättern, aber dann hat man eben auch jeden Speicherstand, kann man sofort wieder aufgreifen. Ich brauche es nur zusammenklappen, pack's weg ins Regal, pack's in den Koffer, kann es im Hotel wieder ausklappen und weiterspielen. Ich brauche nur meine Würfel mitnehmen, einen Bleistift und einen Radiergummi. Also ich verliere da nichts. Das wird alles sehr, sehr gut strukturiert und da kommt nichts durcheinander. Das finde ich sehr, sehr gut gelungen. Was wir noch haben, ist das Thema Multiplayer. Also es ist grundsätzlich, so wirkt es auch erstmal, und das ist auch der Hauptfokus, ein Spiel für eine Person, die mit einer Crew von bis zu 4 Personen hier durch diese Welt reist und die Abenteuer erlebt. Aber es ist eingebaut, und das wird auch in den Regeln aufgeführt, ein Multiplayer-Mode, der asymmetrisch funktioniert. Leider im Prototypen nicht ausführlich geschrieben, die Regeln, aber was man schon weiß und was hier auch steht, der nächste Mitspieler, der mitspielt, der spielt nicht ein weiteres Crewmember und entscheidet dann für dieses Crewmember und der andere entscheidet für jenes Crewmember, sondern der zweite Mitspieler spielt ein Maskottchen irgendeiner Art, irgendeiner Rasse, irgendetwas Besonderes, was mit der Mannschaft mitreist. Der dritte Mitspieler spielt jetzt nicht ein Maskottchen, der spielt auch keine Crew, der spielt eine Broken KI, also eine etwas angeschlagene künstliche Intelligenz, mit der die Mannschaft kommuniziert, die aber eventuell nicht immer die richtigen oder nicht immer die vollständigen Auskünfte gibt, manchmal aber vielleicht doch. Das ist auch eine sehr variable Komponente, die mit ins Spiel kommt. Und der vierte Mitspieler, der spielt wiederum das Böse, gegen die dann alle kämpfen. Und das wird auch wieder eine Komponente, die sehr spannend werden kann, die aber hier im Prototyp leider noch nicht ausgearbeitet ist. Also wer asymmetrischen Multiplayer mag, wo 4 Leute am Tisch sitzen, die jeder was anderes machen und gemeinsam das Abenteuer durchleben, auch das kann sehr, sehr gut funktionieren mit diesem Spiel. Zumindest ist es angekündigt, dass es auch dazu entsprechend ausführliche Regeln gibt, auch im Buch enthalten. Es empfiehlt sich dann natürlich schon, dass mindestens 2 Bücher am Tisch liegen und nicht nur 1. Ansonsten wird das Hin- und Hergereiche sehr, sehr viel. Wie gesagt, etwas, was nicht für jeden was sein muss, aber für den, der sich durch die Abenteuerspielebücher aus der Vergangenheit deutlich unterfordert fühlt und dem die ganzen Pen-and-Paper-Rollenspiele deutlich zu aufwendig sind als Regelwerke, dem dürfte so etwas hier durchaus zusagen. Das Artwork finde ich extrem gelungen, das spricht mich sehr an und die Geschichte, so wirr sie auch klingt, dass man einem intelligenten Kraken hinterherjagen muss, scheint auch sehr spannend zu werden. Ich werde mir damit noch ein paar Stunden Spielerei oder Durchspielen versuchen zu gönnen in den nächsten Wochen und ich hoffe, dass ich vor Ende der Kampagne schon noch mal ein Video drehen kann, bei dem ich etwas mehr sagen kann zu dem Ganzen. Wenn ja, werde ich das natürlich auch entsprechend zeitnah veröffentlichen. Ich weiß auch nicht, wie lange die Kampagne läuft, ob sie 2 Wochen, 3 Wochen oder länger läuft. Kann ich euch alles nicht sagen. Space Quaken, Markus Geiger von 3D Art Labs. Ich verlinke euch das natürlich. Kommt auf Kickstarter am Dienstag, der 25. Mai 2021. 39 Euro fürs Grundspiel, das soll dann ungefähr 200 Seiten stark werden. Der Prototyp ist jetzt etwa 100 Seiten stark. Nochmal, Markus hat mir diesen Prototypen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es hat kein Geld die Seiten gewechselt. Und das ist noch ein Prototyp, sowohl was Material als auch Grafik angeht. Auch die Regeln sind noch nicht eindeutig und noch nicht vollständig beschrieben.
Markus hat aber auch keinen Einfluss auf das, was ich hier sage und wie ich mein Video gestalte. Es gibt auch ein paar andere Videos zu Space Quarken, die ihr euch raussuchen könnt. Ich glaube, der Podgamer hat mit Markus mal einen Livestream gemacht vor 2 Tagen dazu. Und auch von Stay Geeky und von anderen gibt es ein bisschen was im Internet von euch zu suchen. Schaut euch einfach diese Videos an, überlegt, ob euch das anspricht, das Ganze. Mich interessiert es sehr. Im Moment tendiere ich persönlich dahin, mir das Grundspiel zu holen. Mal schauen, was die Erweiterungen, die Add-ons und so, was das noch an Möglichkeiten bietet. Aber es ist eine spannende Geschichte. Schaut es euch an, entscheidet für euch selbst. Ich kann das natürlich nicht für euch tun. Es ist schließlich euer Geld, was ihr ausgebt oder nicht ausgebt. Ich wollte es euch nur zeigen und informieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen da. Und zwar den nach oben hoffentlich. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was ich besser, anders machen soll. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Spartakus.